Und schafft er es? Ja, ja moin, wir machen weiter mit Days Gone. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Hör mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat, beim Bodenpersonal, als alles losging. Eines Abends haben sie ein Flugzeug aus Portland erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz? Ja, kapierst du? Medikamente, Ärzte-Scheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese Anti... was auch immer. Antibiotika. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Hey, nicht so laut. Lass uns drinnen reden. Dieser Drifter, er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff, gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt, war fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein. Wieso nicht? Weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja, schon klar, verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheißdrifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Wir haben einen Auftrag geschafft in der Reaper-Gegend. Nicht zum Looten. Auf sich können wir immer zählen. Oh, Scheiße. Und jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch zu hängen. Doch etwas gehabt. Ich will rein. Hier. Der Scheiß ist nicht mal das Stück Papier wert, auf dem er steht. Die haben nicht gerade viele Sachen an Bord hier. Nichts. Was ist denn hier da? Story off. Kenne ich. Nicht einmal mehr die Infizierten sind off.
müsste da reinfahren wahrscheinlich. Aber hier sollte ich noch... Ja gut. Da wird so Herden haben. Im Moment habe ich das Problem, dass die Kills noch ein bisschen zu wenig hoch sind für so Herden. Hier kommt die natürlich auch mal noch vorbei. Das könnte ich eigentlich mal anschauen, schnell. Einen Moment, ich mach das. Neuer Motor. Hey, St. John, hörst du mich? Ja, ich geh so. Ich höre dich. Diese Sache, über die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hat. Ja, ja, was immer du sagst, was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Na, also. Okay. Hey, St. John, wo steckst du, Bruder? Ich bin hier, Skizzo, aber ich bin nicht dein Bruder. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Diese Sache da, sagen wir mal, du solltest jetzt losfahren. Oh, du meinst die Grenze mit den Rippern? Sehr witzig. Das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst, loszufahren, wie nennt ihr Drifter das noch gerne? Eine Tour machen? Wäre jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Ja, es geht so wie immer. Ich hab's verstanden. St. John Ende. Yes. Sieht nicht allzu übel aus. Los geht's. Mach das bekackte Tor auf! Mach auf! Wenn du Ärger machst, fliegst du hochkant raus.
Warte mal kurz. Ich mach auf. Dich kann ich brauchen. Und nähert sich dem Tor. Hey, Leute, mach das Tor von den Beinen. Er kann rein. Okay, dann mal los. Es gibt Punkte. Hey, jemand ist am Tor. Jemand am Tor. Das Tor. Wir haben dich im Auge. Gutes Timing. Fertig. Ja.
Ein schöner Haufen. Mal gucken, was hier abgeht. Was macht ihr wohl hier draußen? Suche nach leichter Beute. Hey, Sam! Okay, Rückzug. Los da, Rückzug! Hoppla. Da ist schon etwas. Perfekt. Denn in diesen Häusern. Ich denke, der Loot wird hier immer magerer. Ich finde immer weniger Sachen. Vor allem nichts, was ich brauchen kann. Huch, da haben wir noch einen zu retten. Perfekt. Kopf ab. Und da stecken sie auch weniger rein. Warte, halt durch, ich komme. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Ja, Camp, zeig's mir, wo? Schicken wir noch einen auf Hot Springs. Wir schicken noch einen ins Copelands. Der nächste kommt wieder auf Springs, Sklavenwerkstatt. Ja, ich werde hier das Reh killen. Oh Gott, sind die Dialoge. Die Dialoge sind so Schrott. Natürlich ist das Reh jetzt weg. Da kommt da noch etwas drin sein. Ja? Ist das alles? Flasche.
Ich mache eigentlich alles. Nahkampf, Fernkampf. Schizo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemanden von meinen Leuten? Nein, Schizo, alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Dicken Ende. Ich hoffe, er hat vorne die eigenen Leute umgebracht. Und die waren auf unserer Seite, um Schiesstraining zu machen, wenn das da unser letzter Aussenpost ist von Iron Mike. Huch! Nein, ist noch zu früh. Oh, ups, shit. Nein. Scheiße, schon zu spät. Na los, wir schaffen das. Welcher schiessen? So. Oh, das ist ein Special-Typ. Aber der ist ja tot. Dank meinem verstärkten Schuss. Aber ich eigentlich gemeint, es ist weiter vorne, das Reaper-Lager.
Die merken mich auf das Mal extrem, obwohl ich gar nicht. Obwohl ich gar nicht sehe. Du, Maschinengewehr wäre auch geil. Vor allem in einem super Zustand. Aber dann habe ich dann keine Armbrust mehr. Scheiße. Da könnte man die Pflanzen sammeln. Dazu. Oh, ich bin nicht mehr allein. Irgendwo ist jemand.
Und da ist sie. Irgendwo habe ich jemanden gehört. Da wäre der Flieger. Am liebsten würde ich noch ins Treiberlager alle killen. Das bringt wahrscheinlich nichts in diesem Spiel. Da muss das Flugzeug sein. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Lager, das sie haben in diesem Flieger. Was für ein Chaos. Oh nein, das klingt nach Spezialzombie. Oh oh. Oh oh. Was ist das? Wir machen den mit der Rohrbombe platt. Zuerst sprengen und dann noch Anflammen. Was denn noch alles? Komm, nimm das ich. Da, hast geschafft. Oh, oh, oh. Ja, Missionsgebiet wird verlassen. Ich sehe schon, dass der mich da rausspickt. Nein! Nein! Komm du, komm, komm, komm! Uff! Heil dich, ja. Pistole noch ein bisschen. Ui, ui, gescheiter nicht. Aua. Was ist das? Verdammt doch mal. Muss stärker werden. Ein hartes Stück Arbeit. Muss stärker werden. Antibiotika. Ich muss Antibiotika finden. Was vibriert das so? Jetzt kommen die ganzen Zombies nachher. Das ist etwa das nächste. Jetzt kommt dann ein Herd oder so. Noch ein paar Sachen zum Looten.
nicht da schon abzuhauen. So eine Scheiß her, da holt mich um. Ah, schau jetzt, was da ist. Ja, nicht schlecht. So Kinderzombies. Krabbler. Einer lebt aber, glaube ich. Okay. Da haben wir durch. Da kann ich nicht rauf. Okay. Kann man ja hier alles abgesucht. Schon noch einen. Sieh. Einer ist gut. Überall sind sie. Ja, zeig die doch. Mir heiß. Da ist eh nichts mehr. Ja. Hier ist noch Pilz. Dann haben wir einen neuen Ort. Ja, zurück zum Bike, das geht weit genug. So viel Antibiotika ist da nicht drin, in dem kleinen Kisten. Ah, das Bike ist auf das Mal hier, wie ich von Geister habe. Das wird ihm helfen. Und dann hauen wir hier ab, nach Norden, wie er es wollte. St. John, bist du da? Deke, hier ist Ricky. Over. Scheiße, ich weiß, wo ich bin. Hey, Ricky, hier ist Deke. Schlechter Empfang, ich kann dich nicht hören. Deke, wo bist du? Ich brauche... Das ist ein Leibchen. Tut mir leid, Ricky, ich habe gar keine Zeit dafür.
Ich hätte richtig Bock da unten, das zu infiltrieren, aber ich weiß nicht, ob das eine dumme Idee ist. Dann kommen wir zurück. Bevor wir irgendwie die Mission kaputt machen. Über ein Nest werden mehr Schwärmer auftauchen. Das hat mir jetzt nicht gedacht, ich habe ja in der Nacht die letzten Nester verbrannt. Vor allem ist irgendwie. Das ist Deacon! Hinter ihr! Du! In die Richtung! Die dürfen nicht zurückkommen! Los! Gefunden? Was noch übrig war, ja. Was übrig war? Ich habe Schüsse gehört. Was ist los? Sind auf ein paar Ripper gestoßen. Ich hab's geregelt. Geregelt? Was? Wow. Ich hätte's wissen müssen. Was wissen? Mann, Ricky, wer sorgt hier für Sicherheit? Weißt du was? Die Frage stelle ich mir jeden verdammten Tag. Ich bin hier fertig. Gut. Was machst du hier draußen? Was ich hier mache, Dick? Eddie sagte, ich soll dich holen. Was? Warte einen Augenblick. Ist Boozer okay? Keine Ahnung. Wir müssen los. Was ist mit Boozer? Eddie hat nur gesagt, dass ich dich finden soll. Dann hörte ich, dass du mit Schizo hier rumfährst. Jetzt weiß ich warum. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Die Absturzstelle, die medizinischen Vorräte, das ist kein geheimes Ding. Iron Mike hat mit Carlos verhandelt und abgemacht, dass unser Camp alles mit den Rippern teilt. Jetzt schnell, Spike. Wie meinst du das? Ich meine Schwachsinn. Ich war da. Der halbe Frachtraum ist schon leer. Alle Spuren bei der Absturzstelle führen nach Süden. Ich habe seit Monaten mit diesen scheiß Rippern zu tun. Man darf ihnen kein verdammtes Wort glauben. Jetzt kriegst du mich. Skizzo, er hat dich angestiftet. Er hat dir von der Absturzstelle erzählt. Ja, super. Hältst du mich jetzt für Skizzos Laufburschen? Nein. Wie hast du dann davon erfahren? Von einem Drifter in Copelands Camp. Wie du sagtest, es ist kein Geheimnis. Ja, klar. Skizzo will sich schon seit Monaten mit den Rippern anlegen. Er freut sich bestimmt, dass du das brauchst. Ich habe da mal eine Frage. Muss ich antworten? Als ich dich das letzte Mal sah, vor dem Winter, hast du Iron Mike gesagt, er kann dich behalten, weil er nicht für überlebende Zahlen wollte. Das war ein kleines bisschen anders. Oh, ich erinnere mich doch ganz gut. Iron Mike wollte mit Sklavenhändlern nichts zu tun haben. Ich bin kein... Okay. Wir haben niemanden zu irgendwas gezwungen. Was ist mit Tucker? Gilt das auch für Sie? Keine Ahnung. Mal dran gedacht, dass jemand, den du da draußen aufspürst, der am Verhungern ist, tagelang nicht geschlafen hat, dass der ihn nicht mehr weglaufen kann? Ne? Mal dran gedacht, dass er keine Wahl hat? Aber du hast sie trotzdem nach Hot Springs gebracht. Für ein paar Camp-Punkte. Jeder hat eine Wahl, Dick. Für uns ist es auch hart, jemanden aufzunehmen, der nicht arbeiten kann, wenn er nicht hilft. Weißt du, ich bin nur froh, dass Iron Mike nicht so ist wie du. Nett, ich besorge ihnen da Antibiotika und so. William! William, wenn du mich hörst, du musst aufhören! Eddie, was ist los? Rosa? Hey, halt ihn fest! Was zum Zweifel machst du da? Was hey, machst du hör da? Hör zu, wir müssen das tun und zwar schnellstens. Was tun? Lass das! Oh. Ich nein, nein! Dick. Nein, du wirst ihm niemals! Nein, das tut ihm nicht hör an! Hör mir zu! Das Antibiotikum rettet sein Leben, aber nichts auf Gottes Erde rettet seinen Arm. Hör zu, du musst mir jetzt dabei helfen, oder dein Freund wird sterben. Okay.
Lass mich! Deke. Okay. Okay, alles klar. Komm. Hey, komm. Oh, fuck. Nein, nicht amputieren. Oh, hey, Gott. Kumpel. Okay, hör zu, du musst bei mir bleiben. Halt ihn fest. Okay. Hier. Ja, aber was macht denn er? Ganz ruhig. Okay. Oh Gott. Oh meine Güte. Wir verlieren ihn. Nein, er verliert zu viel Blut. Ihr müsst aufhören. Er verliert zu viel Blut. Gib mir den Verband. Okay. Oh nein. Rosa, komm schon. Uiuiui, ist das eklig. Wo soll ich ihn festhalten? Festhalten, einfach so festhalten. Okay. Reiß dich zusammen und halt ihn festhalten. Ja. So rein die Vorstellung sehen, tut man es ja nicht wirklich. Was ein bisschen Blut ausspritzt. Hey, du warst gut da drin. Damals auf der Highschool dachte ich, vielleicht studiere ich Maschinenbau. Oder doch lieber Chirurgie. Ich hätte wohl Chirurgin werden sollen. Und du? Hey, okay. Hast deinem Freund das Leben gerettet. Ich fürchte, das wird er anders sehen. Ja, vielleicht tut er das. Ich muss ihm jetzt eine Infusion legen. Weißt du, keine Ahnung, wo du das Zeug her hast. Ich will es gar nicht wissen. Aber es wird viele Leben retten, Deacon St. John. Sehr viele. Oder viele Kosten, weil der Trüper angreift. Je nachdem. Ich muss Eddie helfen. Mike, beruhige dich. Okay? Deacon! Komm raus! Ich weiß Bescheid! Es ging nicht darum, ihn umzubringen. Mike, lass gut sein. Es ist vorbei. Gott verdammt, ich weiß! Wird Boozer überleben? Keine Ahnung. Aber die Ripper da draußen sind dir gefolgt. Wenn Carlos das herausfindet, wird die verdammte Hölle losbrecken. Carlos kann mich am Arsch lecken. Du setzt das Leben anderer aufs Spiel. Ich hoffe, du weißt das. Du hattest keine Wahl. Mike! Warte! Jetzt ist der Plan, irgendwie weiterzugehen, sowieso weg. Also mit einem Arm kann er nicht mehr Bike fahren. Job hier. Pistole brauche ich. Tag auch. Blair. Keine Rückerstattung, nur dass du es weißt.
Es sind gar nicht die gleichen Waffen zum Teil gesehen. Die sehen nur gleich aus. Ich bleibe noch bei der im Moment. Pistolen haben die nicht. Was speziell. Das wäre auch noch geil, da. Ich weiß, du bist gerne in meiner Nähe, aber... Heftig besser. Ja. Ein bisschen meinen Waffenschrank füllen. Hey, mach's gut. Ups, Benzin, ja noch. Das tun wir unterwegs. Die Herde da hier in dieser Gegend, die hole ich mir noch. Oh, hier wäre etwas. Das machen wir. Wir machen hier, warum nicht schneller eins? Zu weit weg. Das Benzin reicht nicht, he? Der kann ich auf jeden Fall nachher tanken. Springs sollte ich wahrscheinlich auch mal wieder ein, zwei Sklaven weiterleiten. So, aber jetzt die andere Richtung. Ich hoffe, das lenkt noch bis zur nächsten Tankstelle. Gut, hier hat es so einen. Regal St. John, hörst du mich? Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Ja, okay. Oh nee. Schon wieder. Gott verdammt. Nein. Ja, warte. Ja. Deacon, hörst du mich? Ja, Ricky, was geht's? Ich wollte nur sagen. Tut mir leid. Bitte nochmal. Ich wollte nur sagen, ich. Tut mir leid, was mit Boozer geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Boozer jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund, okay? Oh, dann mal. Hey, hör zu, danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ende. Fertig. Die Mission will ich machen, die verschwindet schon wieder. Steig besuchen. So. Ich komme später wieder und räuche da die anderen aus. Da ist noch etwas. Hier läuft irgendwas. Oh.
zum... Das war ein Fragezeichen wert. Ich kann ich glaube eh nicht gebraucht. Schrott kann ich dringend brauchen. Also, Tags Alter sich umgebracht. Das hat ganz sicher Spuren hinterlassen. Was für Spuren? Will ich auch nicht im Moment. Bin ich recht zufrieden mit meiner Waffe. Da. Ein bisschen Schrott wäre nicht verkehrt. Holzlatte. Ist alles nichts. Kollegen kann fressen. Ja, genau. Shit, ich will keine Müll mehr hat zum Flicken. Sehen wir nicht. Ah, hier. Haben wir noch einen dritten? Ja, yeah, die gehen nach Springs. Die bekommen einen Haufen Arbeitskräfte. Vor allem die können sich verteidigen, da die sind eigentlich wertvolle Mitglieder. Bringt das etwas, die Tafel zu lesen? Braucht man irgendwelche Karteninfos nicht? Hallo? Kann ich jetzt die nicht bereden oder so? Sklaven? Hier.
bin dran. Halt durch. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Es sind drei, nicht einer. Ja, ja. Wo? Zeig's mir. Wo? Wo denn? Hot Springs kommst du. Hinten beim Belknap-Krater. Das Hot Springs-Lager. Rede mit Alkai Turner. Er ist der Sicherheitschef. Ich war erledigt, verdammt. Ehrlich. Vielen, vielen Dank. Oh Mann. Sag ihnen, es war Dieke. Die kennen. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straße. Sind die anderen zwei? Ich höre Zombies, aber ich sehe sie nicht. Die kämpfen doch sicher noch mit einem. Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Dick, hey, ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Buse, hey. So viel Zeichen hier. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus. Dick, Honey, aus. Eddie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Und das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Usa, ich, war bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, los, Mann. Das weiß ich noch. Ich spür's. Immer noch. Das Messer. Schlimmer als Ripper. Wenn nicht da gewesen wärst. Ich spür's. Immer noch. Das Messer. Schlimmer als Ripper. Wenn ich da gewesen wärst, fest zu halten. Was passiert? Das ist erledigt, Bruder. Das ist ein bisschen schwierig. Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Das Link meldet sich ab. Hör zu, Busa. Ouch.